Talk von Lernräume entwickeln online. Schön, dass ihr wieder dabei seid auf unserer weiteren Lernraum-Safari. Sie führt uns heute in die Niederlanden und zu Teun van Weeck, Schulbauberater in Den Haag und Rotterdam. Er lädt uns ein, Schulen neu zu denken und stellt uns deswegen gemeinsam mit Petra Moog eine besondere Schulform vor, das Technasium. Herzlich willkommen, Petra und Teun. Danke. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich heute, diese Lernreisen, die wir im letzten Jahr machen durften, gemeinsam mit Tön und anderen aus dem Mobile-Projekt, also dem Erasmus-Projekt, wo es um die Phase 10 geht, vorstellen zu dürfen. Die in den Niederlanden ist eine besondere Schulform erfunden worden. Und wenn ich das so richtig verstanden habe, und das kann Tön ja, der wirklich der Profi ist und worüber ich mich sehr freue, dass er die Zeit findet, heute mitzumachen. Was ich euch vorstellen möchte, ist das Technasium. Und das, glaube ich, gibt es nur in den Niederlanden. Stimmt das, Tön? Oder habt ihr schon exportiert? Nein, das ist nur noch in die Niederlande, aber schon bei 100 Schulen. Ja, super. Also, was ist Technasium? Ich habe mal versucht, es aufzuschreiben. Also kommt von Tech, von Technik und Gymnasium, Nasium. Und damit haben wir sehr kreativ Technasien. Und es meint eine Schulform, die das Ziel hat, Lernende auf eine kreative, auf eine eigenständige und innovative Weise so in unsere Welt eintauchen zu lassen, dass die insbesondere die MINT-Fächer und die aber durch mittlerweile schon erweitert selbstständig bearbeiten. Das Wichtige daran ist, es hat auch noch was von Entrepreneurship, weil es geht immer um die selbstständige Erarbeitung und Lösung von Problemen. Und damit bringt es quasi eine pädagogische und auch räumliche Form zusammen, dass die 21st Century Skills, also Kreativität, Critical Thinking, Kommunikation und Kollaboration, dass das noch zusammengebracht wird. Und MINT muss ich, glaube ich, nicht mehr erklären. Also das ist so das Drumherum und das ist natürlich eine Riesenaufgabe. Und vielleicht noch zu sagen, das ist, glaube ich, entstanden aus der Kombination aus einem Gymnasium, ist aber mittlerweile, haben wir eine Schule besucht, das war eher so eine berufsbildende Schule und auch die hat große Elemente und ist eigentlich mittlerweile auch ein Technasium. Aber jetzt reden wir immer drüber, ihr müsst Bilder sehen. Und deswegen geht es jetzt gleich weiter. Vorab vielleicht was zur Pädagogik, wenn ihr hinterher die vielen Bilder seht, wie das gedacht ist. Also das Ziel war, Research and Development oder auf Deutsch Forschung und Entwicklung nicht erst in den Universitäten, sondern in die Schulen zu bringen und im Unterricht integriert, also auch im Curriculum integriert, in den etwa 104 oder 106, weiß jetzt nicht genau, Technasiumschulen in den Niederlanden, ist, wie ihr das hier auf dem Bild seht, in der Mittelstufe fängt es als Projekt an. Und das sind verschiedene Lerneinheiten. Also in der ersten Stufe, die Schüler wählen das als Wahlpflichtfach und können erstmal ausprobieren. Und hier lernen sie in diesem ersten Jahr, lernen sie die Grundzüge des Projektmanagements, was ja nun wirklich jeder gebrauchen kann, wenn er irgendwann aus der Schule rauskommt. Und das wird dann immer verfeinerter, es kommt immer mehr dazu. Und schließlich, wenn wir das auf Deutschland übertragen würden, das System in Niederlanden ist ein bisschen anders. Und dann wäre das in der Mittelstufe, wären das sehr viele Projekte, wo die immer eigenständiger arbeiten. Und in der Oberstufe sind das dann fast so wie fast schon Bachelor-Projekte. So kann man es vielleicht vergleichen. Und natürlich ist das vollständig in alles integriert, auch was die Bewertung angeht. So. Was war das Ziel? Das Ziel war, als die 2004 erfunden wurden, Lernumgebungen zu gestalten, die Lernende ermutigen, die Initiative zu ergreifen. Das war es. Und das ist auch genau so gemeint, wenn es geht immer darum, ein Problem zu lösen mit der Kreativität, die junge Menschen mitbringen und dem Enthusiasmus. Und das zweite Ziel war, dass für das, was nötig ist, welches Problem auch immer es ist, ja, dass alles zur Verfügung steht. Alles. Und das ist so ein wichtiges Ziel, dass wirklich alles gemeint ist. Also
Es gibt keine Grenze und es wird möglich gemacht, dass was die Schüler brauchen, dass das dann auch da ist. So, willst du weitermachen? Oh ja, ja. Ja, wir versuchen auch immer eine Umgebung zu schaffen, die nicht aussieht wie eine Schule. Es sieht immer ein bisschen kreativ aus. Es sind natürlich diese MINT-Fächer, aber auch Design, das ist auch, auch wichtig, das gehört auch dazu. Und die Schüler machen auch ein Examen, und die bekommen ein Diplom, und das heißt Forschung und Design, heißt dieses Diplom. Und Flexibilität, das sieht echt aus wie ein Studio, wo man alles machen kann. Und alle Wände kann man auch damit spielen und schieben. Meistens sind ungefähr 50 Schüler zusammen in einem Technasiumraum. Aber das ist nicht ein Raum, das sind dann wieder verschiedene Räume, Räumlichkeiten. Und hier sieht man auch sehr gut dieses Idee, dass man alles benutzen kann. Es gibt immer Sachen, die darf man packen und auch in die eigene Zeit der Schüler darf man auch dort arbeiten. soziale Komponenten. Natürlich für Technik braucht man sehr viel, muss man viel wissen, aber immer wichtiger sind jetzt auch alle sozialen Kompetenzen, um zusammenzuarbeiten. Und in den Niederlanden im Besonderen versucht man auch das zu promoten und dass auch mehr Frauen, junge Frauen, auch für diese MINT-Fächer wählen und das auch weiter studieren. Und das hat schon viel Erfolg gehabt. Es sind immer neue Projekte und dann die Projekte sind immer wieder eingebracht durch ein Betrieb, ein Krankenhaus. Und das sind hier alle Projekte in Rotterdam. Das kann auch Fußball sein, Feyenoordstadion, wie man das machen muss. Und auch viele Betriebe in der Hafen. Und dann diese Mitarbeiter von so einem Betrieb kommt auch nach die Schule, um das alles zu erklären und zu folgen. Ja, was ich spannend fand, als wir das Technasium in Groningen, glaube ich, war das ja, besucht haben, diese beiden Schülerinnen, die da waren, die hatten die Aufgabe von der Gemeinde, eine Kreuzung, wo sehr viele Unfälle passieren, sich was auszudenken, wie man diese Kreuzung entschärfen konnte. Und ich habe so verstanden, dass die haben schon eine lange Tradition, mit der Gemeinde zusammenzuarbeiten, und viele der Ideen, die die Schüler da entwickelt haben, sind dann später von der Gemeinde auch umgesetzt worden. Das führt natürlich zu einer enormen Selbstwirksamkeit von 15-, 16-Jährigen. Aber wir müssen jetzt zur räumlichen Gestaltung wechseln. Und hier hat Tön mir so eine alte Präsentation zur Verfügung gestellt. Sehr viele Bilder. Es werden auch gleich noch viele Bilder, aber das sind so die wichtigsten Komponenten, die man in so einem Technasium finden kann. Also verschiedene Lager, ein Studio, ein Labor, ein Atelier, ein Think Tank, so ein Pitstop, die Anlaufstelle für Lehrer. Und hier müsste eigentlich so eine englische Version stehen. Da kommen wir am Schluss zu. Und jetzt füllen wir das mal inhaltlich. Also das wäre so ein Atelier und das sähe so aus zum Beispiel. Dann magst du was dazu sagen? Es spricht für sich selbst. Oder? Ja. Also man sieht, was Tön eben sagte, viele Möglichkeiten. Und hier ist ein anderes Beispiel. Kann je nach Schule, sieht es ganz anders aus. Was wichtig ist, glaube ich, das war in allen Technasien, die ich gesehen habe, war quasi die Flexibilität sowohl der Möbel, aber als auch in den Köpfen der Leute, die da gearbeitet haben, war da immer mit drin. Immer wenn was passieren sollte, dann wird es möglich gemacht. Also es bezieht sich nicht nur auf die Materialien, sondern eben auch alles, was man hier sieht, ist variabel. Und ruckzuck kann man diesen ganzen Bereich auch in ein großes, wie so ein Auditorium verwandeln. Ja, man kann auch gut sehen, dass diese Technasiumräume, die sind in bestehenden Gebäuden immer gemacht. Ja. Und auch mit wenig Geld, mit Low Budget. Ja. Okay, wir müssen. So, jetzt haben wir das gesehen. Jetzt gehen wir ziemlich schnell voran. Hier ist ein Think Tank. Ein Beispiel für ein Think Tank.
spricht auch für sich selbst, oder? Und ein zweites, und das habe ich deshalb ausgesucht, weil es so deutlich macht, der Tisch wird einfach zum Denken benutzt. Also aufschreiben und dann hier ist gleich ein Lappen dazu, kann man auch wieder wegwischen. Also alles ist immer, es wird alles immer vielfach genutzt. Und gehen wir weiter. Gehen wir weiter? Ja. Okay. Hier sind wir im Labor und da sieht man, das Labor ist einfach, ist normales, also wie ein naturwissenschaftliches Labor mit allem, was man braucht. Und hier hat man einfach eine Wand, so einen Vorhang und dann kann man es abtrennen. Also ist immer das Raum-in-Raum-Prinzip, haben wir ganz häufig gesehen. Ja. Yep. Ja, das ist ein Beispiel von einem Scrap Heap. Alte, interessante Maschinen und Apparaten kann man natürlich benutzen und etwas anderes damit tun. Ah. Ja. So. Machen wir weiter. Wir hatten die drei schon. Und hier sind wir bei dem Pitstop. Also es gibt in jedem dieser Technasienräumlichkeiten quasi eine Anlaufstelle, die mit Lehrenden besetzt ist und die Schüler kommen dann dahin und holen sich da Rat oder sprechen ab und haben natürlich auch entsprechende Zeiten, wo sie dann mit den Lehrenden sprechen. Tön, willst du das noch ergänzen? Ja, das wird man wahrscheinlich ändern. Dieses Konzept ist schon jetzt 20 Jahre alt und jetzt denken wir darüber nach, wie Technasium 2.0 aussieht. Und die Lehrenden, die gehen natürlich nach die Schüler. Und die Schüler sollten nicht nach die Lehrenden gehen. So, man braucht eigentlich das nicht, so ein Pitstop. Die Lehrer sind überall in diesem Raum. Also man braucht die Anlaufstelle eigentlich nicht mehr. Ja, genau. Das ist eine alte Idee. Ja. Ah, okay. Huch. So, okay, weiter. Interessant. Okay, nächster. Hier ist ein Materiallager und es für diese Lager gibt es halt verschiedene. Es gibt Lager, wo die Schüler an alles können, in den Kisten steht was. Und es gab aber auch, das haben wir in jeder Schule eigentlich gesehen, ein Lager für die Werkstücke oder die Modelle. Ja. Ja, und die waren, wenn man sich die angeguckt hat, hier so ein Beispiel, es läuft dann so, ein Betrieb stellt ein Problem vor, es gibt Schüler, die dann daran arbeiten und hinterher gibt es eine Präsentation für die Lösung und das läuft die ganze Zeit auch miteinander. Natürlich sind die Schüler auch in dem Betrieb, also es ist wie so ein kreatives Praktikum vielleicht vergleichbar hier. Und wenn man dann in so einem Lager steht und all diese vielen liebevoll gemachten Modelle sieht, dann kommen so ganze Geschichten hoch. Also das fand ich sehr beeindruckend. Und auch die Würdigung und Wertschätzung, also dass man das nicht wegwirft, sondern dass es einen guten Platz hat. Und dann gab es natürlich auch immer Lager für Lehrende mit Materialien, wo die sagten, wenn Schüler das brauchen, die liegen jetzt nicht so offen rum, sondern die sind halt so nicht zugänglich. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles. Studios gibt es auch noch, nicht bei allen Technasiums. Das können ganz unterschiedliche Studios sein. Das können Musikstudien sein, ein Studio sein oder eins jetzt hier so mit neuen Technologien. Und damit sind wir, glaube ich, mit dem letzten aus Rülpen am Ende. Und das ist eins der neuesten. Das ist in der Nähe von Roermond, also bei Venlo. Hier sehen wir unsere wunderbare Moderatorin. Katrin ist im Bild. Und hier ist was verrutscht. Da kann ich jetzt auch nicht ändern. Und das, was mich hier fasziniert hat, war mitten in diesem Raum, war quasi wie so ein kleiner Hörsaal. Und hier hinter, wo die beiden hier stehen, da ist ein Greenscreen und da ist dieses Studio, was ich eben gesagt habe, alles auf kleinstem Raum integriert in einer Bestandsschule. Und alles Weitere jetzt in der Diskussion, das wäre jetzt vollständig gewesen, das Original. Tön, herzlichen Dank für deine Vorlage und damit gebe ich zurück an Katrin. Ja, vielen Dank euch beiden. Ja, ich hatte tatsächlich auch das große Glück, mit in Rülpen sein zu können. Das war für mich das erste Mal, dass ich ein Technasium besucht habe und ich war wirklich sehr, sehr beeindruckt. Und was müssen wir in Deutschland tun, damit die Technasien auch zu uns kommen? Oder warum habt ihr in den Niederlanden über 100 Schulen, die ein Technasium sind? Ja,
echt ganz speziell an dieses Projekt ist, dass es total bottom-up entstanden ist. Es ist, hat angefangen mit zwei Eltern. Die hatten sich darüber beklagt, das Unterricht stimmt nicht, das muss anders sein. Und die sind damit angefangen, mit 5 Schulen zu reden, wie können wir das machen. Ja, und dann diese 2 Eltern, die waren auch, die konnten sehr gut organisieren. Die hatten nicht gesagt, ja, fang mal an und wir sehen, wie es geht. Nein, wir brauchen Systemen, Methoden. Alles ist sehr gut methodisch ausgedacht. Und dann neue Schulen, die dabei kommen, die bekommen dann ein Zertifikat. Und da muss man auch etwas für bezahlen. Aber das bedeutet auch Qualität. Und dann wird man auch geholfen. Und dann gibt es diese Stiftung, die hilft diese 100 Schulen. Es ist ein bisschen ja, wie ein, ja, ich vergesse das Wort. Ja. Es ist vielleicht ein bisschen wie so eine Familie, so kam mir das vor. Auch wenn ich höre, was Ria und Caroline von der Stiftung erzählen. Das heißt, um ein Technasium-Label zu bekommen, müssen die Schulen nachweisen, dass die Räume dafür haben, dass sie die Ausstattung zusammenbringen. Die müssen auch, die Lehrer machen Fortbildung dafür und es gibt eine Technasium-Akademie, sodass das nicht stehen bleibt, sondern die Technasien sich auch quasi wie so eine lernende Organisation oder Form weiterentwickeln. Ich habe das Wort gefunden, was ich gesucht hatte. Danke, Basti. Franchise. Es ist ein Franchise-System. Ja. Und das war auch ganz neu in den Niederlanden, um das so zu organisieren. Mhm. Was ich auch ganz interessant fand bei unserem Besuch in Rülpen, dass der Direktor bzw. auch die beiden Lehrer, mit denen wir sprechen konnten, erzählt haben, dass jede Schule ein eigenes Budget hat und das Budget selber verwaltet und zwar in Zusammenarbeit eben auch mit Vertreterinnen und Vertretern aus, also von den Schülerinnen und Schülern, aber auch von den Eltern. Und das ist ja nun ein ganz gravierender Unterschied auch zum deutschen Bildungssystem, zu deutschen Schulen. Ist es grundsätzlich so in den Niederlanden oder betrifft es nur Technasien oder betrifft es nur dieses spezielle Technasium? Ja, wahrscheinlich betrifft das spezielle Projekte. Im Allgemeinen brauchen Eltern nicht zu bezahlen für etwas. Nur für Bücher und dann gibt es natürlich auch noch extra Geld, wenn man das nicht bezahlen kann. Ja. Nee, was aber ich meinte, die Betriebe, die Mitarbeiter, die investieren natürlich auch darin, mit Zeit und Materialien. Ja. Basti, ja, hattest du noch eine Frage oder Florian? Sonst hätte ich auch mal eine Frage, genau. Ja. Ist das in den Niederlanden zu beobachten, dass die Technasien eher in ländlichen Gegenden oder sind sie eher in städtischen Gegenden oder ist das unabhängig von der Gegend? Und der zweite Teil der Frage ist, was für eine Range gibt es denn? Wie viele Schülerinnen und Schüler haben denn so die kleinsten Technasien und was sind die größten? Das würde mich beides mal interessieren. Ah ja. Ja, die Technasien gibt es überall, aber Niederlande ist eigentlich sehr urban, sehr städtlich. Es gibt überall Städte. Und wenn Kinder in Dörfer wohnen, dann gehen die auch in die Stadt nach einer Schule. Das gibt es überall. Und größeres Technasium, ja, für diese Abteilung könnte für 200 Schüler sein, aber die sind dann nur ein Teil davon. Das gibt es dann noch mehr, die da dann studieren. Aber meistens sind es ungefähr 50 Schüler, die gleichzeitig dort sein können. Und ja, und die sind dann 8 bis 12 Stunden dort sein. Dus, ja. Kann sie ausrechnen, ungefähr 200, 250 Schüler. Ja. Und ein anderes wichtiges Wort, das ist aktivieren. Es ist total aktivierend und auch in Gruppenarbeit. Und alle Schüler arbeiten gleichzeitig auch an dasselbe Projekt. Und zum Beispiel alle Schüler von das zweite Jahr arbeiten dann an das gleiche Projekt.
aber dann in Gruppen und dann entsteht ein bisschen wie ein Kompetit zwischen diesen Gruppen. Okay, Basti? Grundsätzlich, also es gibt auch Technasien, die Grundschulen sind oder sind es immer weiterführende Schulen, würde mich interessieren. Und was ihr, die ihr jetzt aus Deutschland kommt und die Technasien gesehen habt, was ihr da fandet und was eben auch die deutschen Schulen sich von den Technasien abschauen könnten, eurer Meinung nach? In Grundschulen gibt es andere Projekte, und ja, aber ich habe auch in Deutschland so etwas Interessantes gesehen. Ich glaube, die kleine Forscher, of wie heißt das? Das Haus der kleinen Forscher? Ja, fand ich sehr interessant. Das haben wir eigentlich nicht. Fand ich sehr gut. Und dann, dann haben die diese Technasium gemacht, und dann sind die Schüler sind 18 Jahre, und dann gehen die weiter nach der Universität oder Hochschule. Und die Hochschule könnten dann ein Problem haben, dass die Schüler erwarten etwas Besseres dann das Technasium. Es muss weitergehen und schöner. Und das ist noch nicht immer so. Dann kann es sein, dass man dann wieder zurückgeht und in Sozies, in Kollegen gucken. So. Das, ja. Ja. Petra, willst du damit anfangen, was dir so gefallen hat? Ja, was mir gefallen hat, also wenn ich das jetzt, was ich so aufnehme, auch von dem Unterricht, den ich in den letzten Jahren machen durfte, ist, dass wenn ein Schüler eine Idee hat, dass dann einfach genau die Umgebung da ist, um das umzusetzen, um das zu machen, was jetzt in einem normalen Curriculum in Deutschland sehr, sehr viel schwieriger ist. Das gibt es auch, und es ist ja nicht so, dass jetzt hier alles alt ist oder so. Es gibt viele Möglichkeiten, aber hier ist das sehr strukturiert umgesetzt worden. Und was man sich da abschauen kann, ist nicht nur aus der Schülerperspektive. Also wenn ich so ein Schüler bin, der Ideen hat und was machen will, dann ist das eine wunderbare Lernumgebung. Und es ist ja nicht so, dass all die anderen Fächer nicht genauso unterrichtet werden. Das sieht man ja auch. Also es gibt auch Niederländisch wird jetzt nicht im Technasium, also wird im Technasium auch unterrichtet, weil es ist ja gymnasiale Bildung da. Was aber auch interessant ist, dadurch, dass die Lehrer da in so einer Technasium-Umgebung, bist du Lernbegleiter. Also das ist das, was ja hier immer in der Diskussion ist. Das ist quasi implementiert. Und das ist das, wenn du da mit Kollegen sprichst, was ist die größte Veränderung, nachdem man sich entschieden hat, ein Technasium zu werden und auch akzeptiert wurde, dass das in das Kollegium immer mehr eindröppelt. Und dann ein Lehrer sagt, der jetzt 10 Jahre, 15 Jahre im Technasium unterrichtet oder in diesem Technasium-Wahlpflichtbereich unterrichtet, der sagt, ich kann gar nicht mehr anders. Das geht auf meine anderen Fächer auch rein. Und das ist das, was man quasi so mitnimmt, ja, und das in das, dieser Spirit, der breitet sich dann wie, ja, quasi wie so ein positiver Virus aus. Wer das erleben möchte oder denkt, wir möchten uns als Schulgemeinschaft so entwickeln, dem würde ich empfehlen, Mensch, fahrt mal nach Gülpen, ja, oder Tön kennt sicherlich noch viel mehr Schulen, aber das wäre jetzt von Düsseldorf aus die nächste, ja, das ist so inspirierend, auch mit den Menschen da zu sprechen und das zu erleben und die Schüler auch, also wenn man dann da rumläuft mit den Schülern und spricht, die sprechen Englisch in den Klassenstufen ja ziemlich gut, dann zeigen die mit Begeisterung, was die da gerade machen und wie sie sich das ausgedacht haben, ist einfach nur klasse. Und dafür Räume zu haben, jetzt nicht nur im Rahmen eines Schülerlabors, weil dieses Schülerlabor in einem Gymnasium so steht, mit einem Innenschwerpunkt, sondern das war, glaube ich, für mich, was mich am meisten beeindruckt hat. Immer wieder. Ja, was mich auch einmal sehr beeindruckt hat, ist, was die Betriebe darüber sagen. Warum ist es interessant, um mitzuarbeiten? Und dann hat ein Direktor, konnte sehr gut erklären, dass diese Pubertätsgehirn von den Kindern von ungefähr 15, 16, ist chaotisch, kreativ, original. Und die kommen mit neuen Ideen, die anderen können das nicht bedenken. Ja. Und ich habe auch Beispiele von solchen Ideen gesehen, dass, wie kann, ja, das ist echt out of the box.
Ich weiß, eins kann ich nur sagen. Da war eine, ich habe gefragt nach so einem Beispiel, da war ein Mann, der betreibt eine denkmalgeschützte Mühle in den Niederlanden, die nicht nur dieses Mahlwerk oben, sondern auch unten so ein Mahlwerk hat. Und er kriegt so viele Besucher, aber er darf sie nicht reinlassen. Und er sagt, ich kriege kein Geld dafür, weil es irgendwelche besonderen Regeln gibt. Und jetzt kommen so viele Japaner und die wollen dann immer da rein und fotografieren. Aber sie dürfen diese Mühle nicht betreten, weil das nicht gut ist für das Holz. Und das hat er den Schülern vorgeschlagen und dann haben die Schüler vorgeschlagen, dass die über dieses denkmalgeschützte Holz, das ja durch diese Massen an Touristen nicht abgenutzt werden darf, dass da so eine durchsichtige Plexiglasscheibe kommt. Dann können die da drauf, dann können sie auch gucken und fotografieren und dafür könnte Eintritt nehmen. Und das hat die Denkmalschutzbehörde, die da zuständig war, genehmigt. Und jetzt klingelt da die Kassen und die Touristen sind zufrieden, dass sie reinkommen und also, und das ist natürlich den Schülern eingefallen und dieser Mann hat gesagt, das wäre ihm never ever eingefallen. Vielleicht hilft das als Beispiel. Ja, ich kann noch ergänzen, Petra, du hast es vorhin gesagt, dieser positive Virus, der sich da verbreitet, also das war für mich sehr beeindruckend, die ich in einer Zeit zur Schule gegangen bin, als es hohe, alte, dunkle Gebäude gab und in Hülten, es war einfach hell. Überall, wo wir waren, es war hell, die Bereiche sind ineinander übergegangen und ich hatte das Gefühl, dadurch können auch alle Ideen, die da sind, durch alle Bereiche fließen und die Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig auch inspirieren. Und was ich auch sehr interessant fand, dass uns die Lehrkräfte erzählt haben, dass natürlich das Ganze auch evaluiert wird und dass aus diesen Ergebnissen wird das Technasium weiterentwickelt. Und das war für mich als jemand, der in Deutschland zur Schule gegangen ist, wirklich was Besonderes. Okay, meine eigene Schulzeit ist lange her, aber dass Schule sich aus der Schule quasi im laufenden Prozess weiterentwickelt auf wissenschaftlicher Grundlage, das fand ich sehr beeindruckend. Ja, das stimmt. Ja, Universitäten arbeiten auch dabei, die evaluieren das. Und es gibt natürlich diese Projekte pro Schule. Und es gibt 100 Schulen. Es gibt es jetzt hunderte und hunderte verschiedene Beispiele von Projekten, die man machen kann. Und ja, das geschieht, wenn man etwas bottom-up organisiert. Dann wird, dann geht es so. Also ich denke, das ist ein Thema, worüber wir jetzt noch lange, lange reden könnten, aber unsere Zeit ist um. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich für diesen Einblick ins Technasium. Bevor wir aber Schluss machen, möchte ich noch auf drei Sachen hinweisen. Nummer eins, wie immer sind unsere Live-Talks bei YouTube abrufbar und dort könnt ihr auch den Kanal abonnieren und im Chat steht hoffentlich gleich auch der entsprechende Link. Und unter dem Hashtag LRO für Lernräume entwickeln online könnt ihr uns bei Twitter folgen und mitdiskutieren. Und als letztes der Blick nach vorn. Unsere Lernraum-Safari ist fürs Erste zu Ende. Aber wir beginnen im März mit einer neuen Reihe. Und darin geht es um Schulbau und Bildung für nachhaltige Entwicklung, BNE. Die erste Folge wird sein am 16. März mit dem Thema Architektur versus Artensterben, Biodiversität in die Schulen bringen. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, alles Gute und tschüss. Okay, mach's gut. Florian, ja, ich habe gerade gesehen, du hast noch eine Frage. Ja, ich würde sogar zurückziehen. Ich weiß nicht, ob man Petra bzw. Tön diese Frage, die uns gerade gestellt wurde vom Johannes, nochmal mit einem Ja oder einem Nein zumindest beantworten kann als Abschluss der Sendung. Gibt es schon ähnliche Schulkonzepte, Lernräume irgendwo in Deutschland? Ist euch also da was bekannt? Ich weiß jetzt so konkret nichts, aber ich glaube, die in den Universitätsschulen, da wird sowas, da gibt es so Ansätze. Aber ich kann jetzt so konkret kein Beispiel nennen. Wenn einer was hört, wir wären super interessiert daran. Also, aber da würde ich als erstes mal gucken, sei es in der Helios-Schule, sei es auch in der Laborschule, aber es ist anders. Es ist nicht, solche Konzepte habe ich in Deutschland noch nicht so gehört. Also müsste man Nein sagen, aber es gärt und entwickelt sich ja überall. Vielen Dank für diese Antwort. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.